Lasst uns hier eine Weile ausruhen. Du schläfst? Respekt. Schön wär's. Nach allem, was hier abging, kann ich kein Auge zutun. Dabei bin ich total fertig. Eine Idee, wie wir von hier wegkommen? Also, wir wissen jetzt, dass keine Hilfe kommt. Wir sind allein. Sieht ganz so aus. Der beste, vielleicht einzige Weg ist, dass wir Mary stoppen. Vielleicht hilft's, wenn wir Mary aufhalten, klar. Aber was ist mit dem anderen Kind, das immer vor uns wegläuft? Mary und sie verbindet irgendetwas, ganz sicher. Vielleicht will das andere Mädchen uns wohin führen. Wohin? Weiß nicht. Vielleicht können wir irgendwo helfen. Wir müssen dieses Kind stoppen. Aber wie? Vielleicht ist sie nicht mal echt. Denkst du, sie hört auf? So, das Kinderlachen gehört? Lässt du uns bitte in Frieden? Ja. Was bleibt uns sonst? Das schulden wir uns. Und den anderen. Mary ist der Schlüssel. Ganz sicher. So einfach ist das nicht. Wie gesagt, sie ist nur ein Kind, das ist... Hör mir zu. Wenn wir sie sehen, stoppen wir sie um jeden Preis. Und es geht los. Was war das? Scheiße, das Biest will mich wiederholen. Runter. In Deckung. Es kommt direkt auf uns zu. Sei still. Jetzt wieder er mit dem Fahrrad. Ja. Das ist der Busfahrer. Ja, wo ist der eigentlich? Den haben die auch schon wieder komplett vergessen. Der Busfahrer ist der Schlüssel. Der Kurator sagt's. Der Busfahrer ist Mary. Oh, Angela! Das gibt's ja Vorsicht, nicht. Scheiße, Angela. Hallihallo. Ich bin nicht ganz fit. Ich dachte, du wärst fort. Wie zur Hölle hast du uns gefunden? Wir dachten... Naja, wir sind froh, dass du noch lebst. Scheiße. Aufhören. Ich werd noch ganz rot. Aber danke. Keiner legt sich mit dir an. Echt jetzt? Du bist hart im Nehmen. Also die Crew ist wieder vereint. Du hast alle zusammen. Gut gemacht. Naja. War Teamarbeit. Gerade ist dich wegzubringen unsere Priorität. Los geht's. Wir haben noch mehr dieser Dinger gesehen, seit du weg warst. Das Biest, das mich gejagt hat, war der Horror. Und davon gibt's noch mehr? Was sind das für Dinger? Jetzt schau mal, was ich hier habe. Ich gebe sie dir gern zurück. Schön, dass du lebst und sie tragen kannst. Danke. Ein echter Gentleman. Ein Glas ist kaputt. Wenn ich das andere auch zerbreche, muss ich das hier nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, ob uns das wirklich weiterhilft, aber der Gedanke... Gefällt dann muss mir. Ich dich nicht mehr sehen, wollte sie wohl sagen. Ja, das dachte ich auch gerade. Hörst du das? Hab's gehört. Nicht weit weg. Nicht stehen bleiben. Lauft. Wieso sind hier halt immer überall Löcher und sowas? Wo man runter muss. Ich helfe dir runter. Vor allem so tief ist das nicht, als ob die nicht alleine da runterkommen. Ja. Hey, wir müssen keine Quicktimes machen, wollte ich gerade sagen. Los, schnell! Jetzt wart doch mal! Warte! Andrew, hey! Thank you.
Ich sehe Andrew? Professor? Ich glaube, wir sind getrennt. Andrew, okay, hallo? Immer wenn ich sage. Daniel? Ach, Leute. Taylor? Okay, ich bin Andrew. Oh Gott! Haben wir jetzt eigentlich zu jedem einen... Nee, wir haben zu Andrew und zu John noch kein Monster. Aber die sind ja auch noch nicht tot in der Vergangenheit. Andrew haben wir auch noch gar nicht wirklich gesehen. Hey! Ich bin gespannt, was da am Ende rauskommt. Das kann ja wieder nur so ein Einbildungsding sein. Daniel, bist du's? Jetzt macht der Nebel ja hier irgendwas mit den Gedanken von den Leuten so ein bisschen wirrer. Darf ich mal so auf Buckel warten? Oh Gott. Oh Gott. Lucy! Ja. Ich muss mich entscheiden, wen ich rette. Sie hat ein Messer, er nicht. Das war jetzt so mein Gedanke dabei. Oh. Wohin? Hä? Oh. Wohin sollte ich denn treten? Oh. Oh. Geil. Danke, Spiel. Das ist, glaube ich, dasselbe Problem wie ich mit dem Dart-Ding. Du musstest vermutlich zielen und hast den Punkt nicht getroffen, wo du hinschauen musstest. Ja, ich habe null Ahnung gehabt, wo ich hintreten muss. Null Ahnung. Hast du das mit den Schlössern gesehen? Ja. Und die sind... Muss man sich... Die haben ja alle Eigenschaften, ne? Ja. Oh, er ist weg. Hä? Er ist weg? Ich habe übrigens entschieden, ihm zu helfen, weil sie ja das Messer hat. Hier drüben! Oh Mann! Das, okay, ich muss dir gleich mal meine Gedanken wieder mitteilen. Irgendwann. Fuck! Das kann nicht wahr sein. Er meinte, vielleicht wären wir alle tot. Und dies wäre die Hölle. Ich hab gelacht, aber jetzt glaube ich, er hatte recht. Er ist halt auch einfach verschwunden. Du bist durch die Hölle gegangen. So viel steht fest. Also, aber wir müssen seine Leiche war halt gehen, weg. Um lebend hier rauszukommen. Wir müssen weg, jetzt gleich! Oh, halt's Maul. Halt's Maul. Oh. Jetzt judgt er dich wieder. Ja. Er wird dir sitzt da in deinem genommen. Stuhl mit deinem Wein. Nicht von Engeln oder Dämonen. Himmel oder Hölle. Vielleicht wird ihnen ja langsam etwas klar. Bin ich ganz sicher. Dass die Dinge und die Menschen nicht ganz das sind, was sie zu sein scheinen. Drei Hinrichtungen, drei gequälte Wesen. Und bisher ist der einzige Verlust Daniel. Schon eine Idee, was noch auf sie wartet, versteckt im Nebel, echt gemein ist, was da kommt. Dieses Spiel. Mhm. Was meint er denn damit? Können wir uns bewegen? Ja. Können wir mal auf Pause drücken? Ja, klar. Damit ich erklären kann. Daniel ist ja gerade auch einfach despawned, kann man schon quasi sagen, ne? Also Daniel und sein Monster. Ja. Das mit diesen Schlössern, die haben ja alle Eigenschaften. Und dann kamen ja da gerade so zwei so Eigenschaften aufgeploppt und dann war das Schloss dahinter. Ja. Kann das sein, dass man sich den Eigenschaften entsprechend, die die haben, verhalten muss? Und dass man dann vielleicht so dem Tod entgehen kann?
Also, dass man quasi so, selbst wenn man es ne, verkackt, dann, dass man dann noch eine Chance bekommt, so, weißt du? Könnte sein, aber ich habe also bisher halt, habe ich da drauf gar nicht geguckt. Ich und auch, ja auch nicht, so wirklich. So geschafft und vor allem jetzt das Letzte, warum ich überhaupt gestorben bin, war ja, weil ich das Quicktime, ne? Ich hätte seinen Fuß wegtreten müssen. Ich habe irgendwie versucht, auf seinen Speer zu zielen, um den wegzutreten, aber es war sein Fuß, auf den ich hätte treten sollen. Ja. Und das sind halt schon wieder so Sachen. Kannst halt nicht wissen. Ne? So, ja. Du entscheidest dich halt für links oder rechts und hast dich dann für rechts für den Speer entschieden, so sinngemäß, und dann ist nach links gemusst zum Fuß. Ja, ja, ja. Das ist halt so, dass, nee, das hat auch nichts mit Herleiten oder so zu tun, sondern das ne, war einfach wie ein verkacktes Quicktime quasi. Und ja, es ist ein bisschen schade. Vor allem nervt es mich, wenn das jetzt schon wieder der einzige Tod ist in dem ganzen Spiel. Dann nervt mich schon wieder richtig. Wir werden jedes Dark Pictures durchhaben und einen Toten haben. Wetten? Ja, und immer ich. Du. Immer verkack ich's, Mensch. Oh Mann. Aber meine Idee da gerade mit den Eigenschaften wäre aber auch ein bisschen weird, wenn das so wäre. Ich meine, zum Beispiel eine war, glaube ich, spöttisch. Hm. Aber so keine Ahnung, das ist dann zum Beispiel wieder so eine Eigenschaft, so würde ich halt nicht machen, so, weil ich ja immer so die guten Sachen eigentlich immer auswähle in Spielen. Ja. Also, man soll ja auch eine gewisse Entscheidung haben. Ich fände das echt weird, wenn es wirklich so wäre. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, was das sonst heißt und warum da so Schlösser hinter waren. Ja, oder man muss sich halt so gegen diese Eigenschaften von denen entscheiden. Das könnte auch sein, weißt du, dass wir nicht genug dagegen gegangen sind mit seinen Dialogen oder sowas. Ja. Weil es wird halt nicht ohne Grund da sein, weißt du? Ja, das immer wenn man irgendwie vorher was richtig gemacht hat, hätte man da vielleicht dem Tod entgehen können. Wir haben vermutlich wieder mal irgendwas falsch gemacht. Ja, das kann aber sein. Aber das ist vielleicht, erfahren wir es ja später noch. Oder es ist so, und wenn du dich halt nicht so verhältst, kannst du halt trotzdem überleben, hast aber dadurch halt mehr Quicktimes oder so. Das kann sein, ja. Schwierig. Ich überlege auch gerade schon wieder, was der Kurator wieder meinte. Das spricht ja wieder in Rätseln, der Mann. Was soll denn das mit den Spielkarten? Ja, er meint ja, die Menschen sind nicht die, für die du sie hältst. Oder ja, genau, so, sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Genau, dann hat er halt die Karten hingelegt. Der hatte da ja irgendwie einen Bube und zwei Königinnen, hier Damen und sowas. Und nachher war es halt alles der Herzkönig. Ja, ja. Ja, ja, wir werden es rausfinden. Mal gucken. So. Wir werden es rausfinden. Mal gucken. Die Taylor sieht gerade echt nicht gut aus. Die sieht ein bisschen fertig aus. Warum hat es eigentlich Daniel erwischt und nicht Angela? Angela, oh, Angela. Was haben wir denn hier? Please stay on the trail. Sieht steil aus. Ja. Bitte auf Weg bleiben. Ja, was anderes geht ja hier auch nicht. So, laufen wir jetzt gerade eigentlich in die richtige Richtung? Glaube ich. Also wir hatten, glaube ich, nur den Weg. Weißt du, die sind auch wieder echt ruhig dafür, dass Daniel gerade gestorben ist. Nein, wir laufen nicht in die richtige. Da sind wir hergekommen. Da sind wir hergekommen. Nehmt Angela. Ja, wir sind... Also, die könnt ihr ruhig haben. Die Schreie im Hintergrund auch. Ja. Ich kann hier nichts sehen. Haltet Ausschau nach dem Mädchen. Wir müssen sie stoppen. Also ich hoffe ja, wir sehen dieses Gör nie mehr wieder. Die taucht bestimmt bald wieder auf. Immer schön wachsam bleiben. Was haben wir hier? Ist hier irgendwas nicht kaputt? Historische Restaurierung. Achtung, gefährlich und instabil, Gebiet nicht sicher. Ja, go, hier müssen wir lang. Da gehen wir rein, Freunde. Können wir da endlich? Also können wir da. Moment, können wir da? Hier sind auch noch Sachen. Doch, wir können hier hin, ja. Gucken, hier, wieder eine Vorahnung. Aber weißt du, zu Daniel haben wir keine Vorahnung gesehen. Finde ich echt frech. Doch. Echt? Das haben wir gesehen? Ja. Na, wo er den Speer... Aber das war, da war er, glaube ich, lehnte er an so einem Baum, glaube ich, oder? Oder war ja, das aber wir haben, also wir haben... Ich habe zumindest gesehen, dass er einen Speer vorm Auge gehabt hat. Was ich aber so komisch finde, ist auch bei diesen Vorahnungen, die helfen dir auch nicht, einen Tod zu verhindern. Die nicht immer, dir halt, nee.
was passiert. Aber, naja, gut, okay, man könnte sich... Ich meine, du hast ja auch gesehen, okay, ich muss jetzt Daniel helfen und nicht Andrew. Mhm. Ne? Also, hilft schon ein bisschen. Ja, also je nachdem, das wäre bei Devil in Me auch so, dass man es halt bei manchen Sachen so ein bisschen herleiten konnte. Und so bei manchen Sachen, das hat dir einfach gar nicht geholfen. Ja. So. Der Dämon vor der Tür. Und da schön das gesehen. Musst du dir mal angucken. Na gut. Okay. Okay, eine Tür und wir müssen den Hammer davor machen. Das ist jetzt eindeutig eigentlich. Ja. Ja. Was haben wir hier noch? Ein Schild. Marys Grab. Oh. Aber da steht nicht, Marys wie Grab und warum sie starb. Mary Miltons Grab. Dies ist vermutlich die letzte Ruhestätte Mary Miltons. Mary war die Quelle vieler Anschuldigungen gegen An... Unglaublich. Oh, entschuldige. Dass der auch immer... Aber gut, wir wissen ja, wer Mary ist. Ja, genau. Was leuchtet da? Irgendwie schön. Glühwürmchen. Oder? Ja. Ich dachte nicht, dass es hier was Schönes gibt. Nein, nicht möglich. Es muss ein Irrtum sein. Vergib mir diese späte Störung. Ich muss dich sprechen. Was quält dich, mein Freund? Es ist Mary. Ich sorge mich um ihre Rolle in den Prozessen. Wir sorgen uns alle. Das ist nicht alles. Ich sah sie lächeln, als ihre eigene Schwester starb. Sie genoss es. Bist du sicher? Ja. Doch nun spricht sie von Schuld und Reue. Und dies so glaubwürdig. Halte dich von ihr fern. Dieses Mädchen bringt nur Unheil. Zu spät. Ihre Geschwister sind tot. Und so lebt Mary denn nun bei mir. Deine Großmut bringt dich in große Gefahr. Was rätst du mir? Lege Zeugnis ab über deinen Verdacht, dass der Tod ihrer Schwester sie erfreute. Ich bitte dich. Ich zaudere. Mary scheint zu bereuen. Du musst aussagen, sonst stürzte unsere Gemeinde ins Unglück. Niemand ist sicher vor ihren Hirngespinsten. Nun denn. Wenn man mich anhört, spreche ich. Ich bin verhext. Du bist nicht verhext. Wie könntet ihr sonst vor mir stehen? Das musst du mir einfach glauben. Sie beschwor euch als Verbündeten, mein Schweigen zu erzwingen. Nur der Teufel könnte einen Dämonen schaffen, der mir gleicht. Ich bin kein Dämon. Aber wir sehen wirklich gleich aus. Und ja, das ist voll krass. Was wollt ihr von mir? Was willst du vor Gericht aussagen? Über Mary. Ich wollte dort Zeugnis ablegen. Doch jetzt zweifle ich. Sag aus, was Mary getan hat. Hör auf deinen Freund. Ihr seid ein Trugbild des Teufels. Ich darf nicht wanken. Little Hope ist nicht mehr die Stadt von einst. Seltsame, verstörende Vorkommnisse gibt es nun zuhauf. Ihr, was immer ihr seid, seid nur eins davon. Die Entlarvung Marys mag meinen Freund retten, doch es ist eine schwere Last, durch diese Tat ein Kind zu verdammen. Ein Kind anklagen ist falsch. Der Priester ist der wahre Übeltäter. Ist das dein Ernst? Sie ist es, die wir stoppen müssen und sonst niemand. Reverend Carver ist ein Mann Gottes. Ganz ohne Zweifel. Wie konntest du bloß dieses Mädchen verteidigen? Das könnte unser aller Todesurteil sein. Ich weiß nicht mehr, was richtig oder falsch ist. Nichts macht mehr Sinn.
Mary ist kein normales Kind. Wir müssen sie stoppen, um uns selbst zu retten. Vielleicht sehen wir ihn wieder, könnten ihn umstimmen. Ich tat das Richtige. Ohne Zweifel. Was meinst du? Da war Andrew Stubel. Es überrascht mich selbst, aber ich fühle mich mit ihnen verbunden. Fuck this town and fuck that stupid ass crash for dumping me here. Oh Gott. Mhm. Hat sie gerade bei dir auch Englisch geredet? Nee. Bei mir hat sie Englisch geredet. Das ist ein Zeichen. Bleib hier. Jetzt hier irgendwie rumlaufen. Ja, du musst warten, bis ich tot bin, glaube ich. Komm, ja. Nee, Oh. Hey, das muss ich mir aber nochmal in der Aufnahme angucken. Also, ich habe das eigentlich. Also, ich habe eigentlich das geschafft gehabt. Oder ich habe ihn. Also, ich hatte auch so ein Zielding. Aber ich habe das Zielding gefunden und zugetreten auch. Also ich habe gedrückt, aber es hat nicht geklappt. Es sei denn, es war echt eine halbe Sekunde zu spät. Ja gut. Jo, das war's jetzt mit Taylor. Gut, ich habe jetzt auch das. Ich habe das nur gemacht, damit du dich nicht so schlecht fühlst. Ja, danke, Lucy. Nee, aber keine Ahnung. Also noch, ich habe mich schon gefreut, dass ich es geschafft habe. Seht doch ja, gut. Mal da. Das führt uns aus diesem Wald raus. Wir können. Wenn, da haben wir nur noch Angela. Ja, nur noch Angela, das wäre wirklich... Hä, hey, das muss ich mir echt gleich noch mal in der Aufnahme angucken. Okay, ich hab gezielt und gedrückt, ja. An der Stelle würde ich sagen, machen wir erstmal entweder einen Cut oder wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Freunde. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. So. Na? Oh, na? Wollen wir weiter in den tiefen, dunklen Wald? Ja, ich glaube, es ist ja auch nichts passiert, ne? Wir sind ja noch alle vollzählig und na klar, erkunden jetzt diesen Wald hier. Die sind nur ein Stück zurückgeblieben. Die kommen noch nach. Ja. Und wir sind jetzt auf dem Weg zu Großmutter. Großmutter. Warum genau. Hast du so große Augen? Kann man die mal in Ruhe gacken? Taylor kann nicht tot sein. Unsere Chancen stünden besser, wenn wir den Typ überzeugt hätten, Mary anzuklagen. Was meinst du? Der Kerl war am Überlegen, ob er gegen Mary aussagt. Aber leider konnten wir nicht davon überzeugen, es zu tun. Schade. Wir brauchen jede Hilfe. Andrew guckt aber auch ein bisschen gelangweilt, oder? Irgendwie schon. Er hat irgendwie nicht so Bock, glaube ich. Ja. Oh, ihr kotzt mich so an. Ich bin Teenager. Ihr könnt mich gar nicht verstehen. Können nicht einfach alle sterben? Ja, vielleicht steckt Andrew dahinter. Wir haben hier einfach so ein... Hier ist einfach so ein Püppchen in den Baum geritzt. Ja, ich sehe schon. Hast du was gehört gerade? Hörst du was? Ich höre es immer noch.
gerade nicht. Ich glaube, aber ich habe auch meinen Ton auf den Kopfhörern ein bisschen zu leise gemacht. Aber meine Kameraperspektive hat gewechselt. Das gefällt mir nicht. Also irgendwas schlurft hier durchs Gebüsch. Okay. Das höre ich. Ich höre es halt also die ganze Zeit. Irgendwie wälzt sich. Beeil dich bitte. Taylor kann nicht tot sein. Das sagtest du bereits. Taylors Tod ist meine Schuld. Ich hätte die Gefahr sehen und ihr helfen müssen. Das hat sie nicht verdient. Doch. Ja, ich mag sie nicht. Taylor würde wollen, dass wir uns jetzt zusammenreißen und weitergehen. Und genau das werden wir auch tun. Wir müssen doch was tun können. Mary steckt hinter all dem hier, da bin ich mir sicher. Wir wissen nicht sicher, ob es uns hilft, Mary aufzuhalten. Nur eine Theorie. Also selbst wenn Mary... Sein, aber was bleibt uns sonst übrig? Wir haben nur eine Chance. Ein Fehler und wir sind erledigt. Aus die Maus. Tun wir, was immer nötig ist. Na los. Sehen wir uns um. Okay. Also selbst ja, wenn... Ich mache mal kurz Pause dafür. Du kannst kurz erklären, dann kann ich nämlich kurz meinen Sound lauter machen. Okay. Selbst wenn Mary nichts damit zu tun hat, indirekt, wenn sie unter irgendeinem Fluch steht, müssen wir ja trotzdem irgendwie sie dann bekämpfen, weil sie scheint ja auch irgendwie, weiß ich nicht, böse zu sein, auch wenn sie irgendwie dafür nicht kann oder so. Ne? Also, ich glaube immer noch, dass der komische Priester dahinter steckt. Diese Szene ganz am Anfang, ist auch, echt alles nur so Schauspielern von ihr, weißt du, so weil er ihr das sagt. Auf jeden Fall, also sie, sie ist da nicht dran schuld, aber er scheint sie ja irgendwie unter einem Fluch oder irgendwas zu beeinflussen. Also zur Not müssen wir Mary halt auch erledigen. Zur Not müssen und ich, alle ich schrecke weg. Dich davor zurück. Alle weg. Alle weg. Aus Versehen das Quicktime nicht schaffen. Ja, also wenn es um Mary geht natürlich. Ja. Die würde ich, ist mir egal, ob das noch ein Kind ist. Ich auch. Die würde ich eiskalt irgendwo runterstürzen lassen. Ich bin, glaube ich, gerade das erste Mal John. Ah, ich bin Andrew. Ich habe, glaube ich, John noch nie gespielt. Und bei mir hat sich gerade die Eigenschaft unsicher erhöht. Oh, oh, oh. Ich habe keine Ahnung. Oh. Ja, Lucy hat ein Bild gefunden. Guck's dir mal an. Ja, zeig mal her. Was es passiert ist rosige hier? Aussichten für John. Ui, ui, ui. Mhm. Guck gerade die ganze Zeit in die falsche Richtung. Ich habe meine Kamera nämlich jetzt da anstatt da. Und ich gucke die ganze Zeit zur alten Position hin. Aber da ist halt nichts. Also sorry, okay. Leute, falls ich gerade mal so ein bisschen komisch in irgendwelche sinnlosen Richtungen gucke. Tja, sieht aus, als wäre der gute John da beim Kieferorthopäden. Ich glaube auch. Einfach mal einrenken und sowas hier wieder. Genau, er hat einen ganz starken Überbiss und das wurde da halt korrigiert. Also ich sehe da jetzt nichts. Das sind halt diese Methoden, die hat man früher so gemacht. Ja. Ich finde es auch schön, wie hier einfach immer alles mit irgendwelchen Sachen abgesperrt ist. Was ist denn hier bitte mit der Straße los? Ja. Und jeder, also die können sich hier überhaupt nicht mehr fortbewegen. Was ist eigentlich hier? Guck sie an. Hier irgendwie so ein... Oh Gott, du siehst sehr creepy gerade aus. Wieso? Wieso? Was ist da? Was ist da? Du bist... Eine schwarze Schreckgestalt, weil du so komisch beleuchtet wirst. Bürgermeister begrüßt Grundstücksverkauf. Besorgnis über weitere Proteste wegen Fabrikschließung. Das ist vermutlich diese Fabrik, die von der am Anfang die Rede war, mit der Familie da. Da hatte der Vater ja erzählt, die Fabrik wird geschlossen. Ja. Und so weiter. Was macht Angela da eigentlich? Können wir die nicht irgendwo verlieren? Die ist... Deko. Deko, was haben wir? Okay. Stimmt für Carver als Bürgermeister. 666 für Wohlstand in der Zukunft. Samuel Carver. Ist Carver nicht auch der Name von dem Priester? Ja. Ja, ne? Der Nachfahre von ihm.
Und das Poster, das ist kein Gekritzel, sondern das hat er so drucken lassen. Genau, mit den Teufelshörnern und der 666, das wollte er so haben. Sehr schön. Also scheint der auch nicht ganz... Ja. Aber wie mega witzig wäre es denn, wenn das mal wirklich eine Partei machen würde? Oder ein Kandidierender. Einfach so, wie als wäre es gekritzelt mit so einem Schnurrbart oder so, aber dann halt wirklich so drucken. Ja. Das wäre doch mega witzig irgendwie. Eigentlich schon. Warte. Hier kommen wir rein. Sehr schön, ich stehe hinter dir. Andrew? Hey! Ja, da ist er wieder. Ich bin immer noch sehr irritierend, dass so Vince in den... Ich glaube, er kapiert den Ernst der Lage nicht. Na los, rein da. Genau, flüchten wir für ihn. Er könnte uns ja nicht helfen. Oder sagen, wo wir ein Telefon finden. Oder wie wir uns in dieser Stadt zurechtfinden. Tja, hier drin war schon lang keiner mehr.